meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Eva und heute habe ich für euch den schönen Pinkbox Adventskalender. Ja, es gab den Adventskalender zu einem Specialpreis. Also ich habe knapp 39 Euro für diesen schönen Kalender hier bezahlt. Und dafür kann man echt nichts sagen. Ich kann euch gar nicht sagen, was der aktuell kostet, weil die Preise sind immer unterschiedlich, gerade jetzt mit Black Friday. Schaut am besten mal bei Pinkbox auf der Seite vorbei oder bei Beauty Love. Da findet ihr immer die aktuellen Rabatte. Folgt mir auch sehr gerne auf Instagram. Da heiße ich genauso wie hier, Sevas with Beauty. Das schreibe ich euch auch mal hier rein. Denn da zeige ich euch auch immer, wenn es Special Deals oder sowas gibt. Ne? So, der Pinkbox-Kalender ist optisch, finde ich, sehr, sehr schön gemacht. Werde ich auch wieder nehmen zum Wiederbefüllen. Wir haben hier einmal eine Karte dabei gehabt. Da ist nämlich hier so ein QR-Code, den kann man scannen. Dann sieht man einen Überblick von den Produkten. Und hier haben wir nochmal so ein Heftchen, das war noch dabei. Da sind so Rabatte oder sowas drin. So, jetzt schnacken wir nicht lange rum. Wir öffnen jetzt den Kalender. Also hier oben haben wir Türchen Nummer 1. Da steht auch immer noch mal was drauf. Make it a December to remember steht hier drauf. Ja, sehr schön. Ich finde den Kalender auch irgendwie schön mit den Größen. Da kann man viel reinpacken. Ja, da haben wir von Bare Minerals Ageless ein Peeling. 10 Milliliter. Ja, das ist schön. Da kann man sich mal durchtesten. Da kann man das mal ausprobieren. Ja, Bare Minerals kennen wir ja schon aus Beautyboxen und so. Finde ich gar nicht so schlecht. Gefällt mir schon mal. Ich packe es aber wieder ein. Dann haben wir Türchen Nummer 2. So, da steht drauf, if kissed were snowflakes, I send you a blizzard. Okay, ich hoffe, das ist nicht kaputt. Das hört sich schon so komisch an. Ah, nee. Ein Trockenshampoo von Lee Stafford, 50 ml. Ja, ich muss sagen, früher, wenn ich Trockenshampoos in Boxen hatte oder auch in Kalendern, habe ich immer gedacht, oh, schon wieder ein Trockenshampoo. Aber mittlerweile benutze ich das wirklich öfters, weil manchmal hat man hier einfach so ein bisschen leichtfertigen Ansatz. Und obwohl man die Haare frisch gewaschen hat, hat man vielleicht einen Tag später doch ein bisschen Ansatz. Und dann ist es ganz schön, dass man eben dieses Trockenshampoo hat. Da bin ich gespannt. Ich kenne bis jetzt auch nur die von Batiste, glaube ich, die finde ich eigentlich ganz gut, aber da bin ich auch mal gespannt, teste ich sehr gerne von Lee Stafford, habe ich sogar noch ein Shampoo, glaube ich, aus dem Trash-Paket, bin ich auch mal sehr gespannt. Ja, dann kommen wir zur Nummer 3, das ist dieses Kästchen hier, Nummer 3, das fühlt sich sehr leicht an, was ist da drin? Okay, da haben wir eine Karte, viel Spaß beim Entspannen wünschen dir Julia und Matthias. Von Kreativliebe, Lerch und Fürst.de, was ist das? Sei das Pink in all dem Grau. Okay, und der... Okay, was ist das? Keine Ahnung, muss ich mal gucken. Also hier ist noch so eine Karte drin. Ich weiß jetzt aber nicht, was das sein soll. Da kann man hier den QR-Code scannen. Keine Ahnung, werde ich irgendwann mal rausfinden. Weiß ich nicht, finde ich aber irgendwie doof, dass sie nur das reingepackt haben. Hätten sie ja noch was anderes reinmachen können, ne? So. Okay, Nummer 4 haben wir hier. Santa saw your Instagram pictures. You are getting clothes and a bibble for Christmas. Okay, da haben wir für Langhaarmädchen ein Haaröl-Elixier, Intense Repair, finde ich auch gut, mit Kokos, Borritio-Öl und seidiger Glanz, 20 ml, finde ich sehr gut, vor allen Dingen Kokos, ne, ist genau meine Welt, ich liebe ja Sachen mit Kokos, finde ich richtig gut, Haaröl kann man immer gebrauchen, das hält wirklich lang, also da braucht man ja nicht viel davon, das hält wirklich sehr lange dann diese Größe. Dann Türchen Nummer 5. Nummer 5. Wo steht die Nummer 5? Hier. Und da ist der Spruch. Ja, Sparkle and Shine, it's Christmas time. Na, schauen wir mal, was da drin ist. Da haben wir von Be Natural ein
Bienenwachs Lippenbalsam, 100% Natural Lip Balm. Ja, sehr schön. Kann man in der Jahreszeit gebrauchen. Von denen hatte ich schon ein paar. Finde ich eigentlich ganz gut. Finde auch gut, dass hier mal eine andere Geschmacksduftrichtung, wie auch immer, drin ist. Finde ich gut. Ja, ist ein schönes Türchen. Passt auch optisch zum Kalender, ne? So, dann Türchen Nummer 6. Da sind wir bei Nikolaus. Nikolaus. Keep calm and have a pink Christmas. Na dann schauen wir mal, was ist im Nikolaus? Oh, da haben wir von Nutralash Eyelash Formula 2.0 ein Wimpernserum. Das ist ja mal toll, weil die sind nicht günstig. Ich finde aber auch gut, dass das von Nutralash ist, weil das hat, glaube ich, die so, hat, glaube ich, keine Hormone, soweit ich das weiß. Ja, finde ich klasse. Werde auf jeden Fall ausprobieren. Weil die sind echt nicht günstig. Also, die sind richtig gut. Da freue ich mich jetzt, dass das im Kalender drin ist. Weil das würde ich mir so, glaube ich, nicht kaufen. Ja, tolles Türchen Nummer 6. Gehen wir weiter zu Nummer 7. Die haben wir hier. Was ist da drin? Okay. Naughty, nice. I tried. I tried hat einen Haken. Na, dann tryen wir mal. So, I tried. Was tryen wir denn? Also, ein Plumping Gel Power Lipstick von Catrice. 3,3 Gramm. Ja, sehr schön. Sehr schön, auf jeden Fall. Ja, hat die Farbe Flower and Herb Edition 40. Ich lasse es aber mal noch zu, weil ich nicht genau weiß, ob der bei mir bleiben wird. Da muss ich mal gucken, weil das sieht schon sehr, ich weiß nicht, ob ihr das seht, das sieht schon sehr rot aus. Da muss ich mal gucken, ob der bei mir bleibt, ob der weiter wandert. Und ja, da schauen wir einfach mal. Vielleicht wandert er ja auch in die nächste Verlosung. Mal sehen. Hatte übrigens gerade eine Verlosung auf Instagram. Da habe ich einen kompletten Be Routine Adventskalender verlost. Ja, folgt mir wie gesagt sehr gerne da. Da passiert nämlich sowas öfters mal. Also nicht oft, aber ab und zu mal. Und ja, jetzt haben wir Türchen. Nummer 8. Don't Stop Believing. Auch sehr schön. Schauen wir mal. Oh, da haben wir von Lavera Naturkosmetik Bio-Organic 2-in-1 Micellar Make-up Remover. Mit Bio-Gurke und Bio-Kamille. Das sind 100 ml. Ja, sehr schön. Ah, das ist toll. Ich glaube, das hat ja auch so zwei Phasen, so wie man das hier sieht. Finde ich klasse. Ja, Lavera ist eine gute Marke. Gefällt mir. Da freue ich mich drauf. Weil sowas benutze ich immer sehr gerne. Ich mag auch den von Clinique sehr gerne. Muss ich echt sagen, der ist richtig toll. Und der von NYX mit dem Rose, Very Rose heißt der, glaube ich, der ist auch klasse. Also das benutze ich super gerne zum Abschminken und auch danach als, das fällt hier alles zusammen, zum Abschminken und danach halt eben auch als, ja, Micellenwasser. Jetzt fällt hier gerade alles zusammen. Das ist natürlich total doof, dass das hier keine, ja, irgendwie, dass es nicht irgendwie anders hier aufgebaut ist. So, jetzt kommen wir zur Nummer 9. Die haben wir hier. Moms during November. Mom, I need more toothpaste. Alright, I have to be part. If your Christmas, who? Okay, mein Englisch ist not perfekt, but. Hier kann ich es lesen. Das war jetzt auch gut. Oh, da haben wir von Schäbens Hyaluronserum vegan mit Soforteffekt. Wow, sehr gut. Ich mag Ampullen. Ich mag auch die Schäbensampullen. Finde ich klasse. Drei Ampullen kann man gebrauchen. Super Türchen. Oh, schön. Ja, da haben wir die Nummer. Ne, das war Nummer 9 halt. So. Dann haben wir jetzt die Nummer 10. Da bin ich schon mal sehr gespannt. We are like a snowflake, all different in your own beauty way. Schauen wir mal. Nummer 10. Es klebert. Es klebert. Wir gucken mal. Oh, da haben wir von Essie Nagellack. Ey, das ist ja mal eine coole Farbe. Schaut mal. Das ist ja mal eine abgespacete Farbe. Das ist toll. Das finde ich richtig klasse. Also, ich habe mich noch nie über so über Nagellack so sehr gefreut, gell? 13,5 Milliliter sind da drin.
Was ist das für eine Farbe? Steht da was drauf? Made in Spain, super. Also hier steht, glaube ich, keine Farbbezeichnung drauf, soweit ich das jetzt hier sehen kann. Aber der sieht richtig klasse aus. So richtig silber. Also das ist ja mal schön. Das ist mal eine mega, mega tolle Farbe. Wie immer nur dieses Rot, die habe ich auch noch nicht. Finde ich klasse. Gefällt mir. Ich glaube, die Farben können variieren von den vom Lippenstift, aber vom Lippenstift, vom Nagellack. Aber ich finde die Farbe jetzt richtig toll. So, dann Nummer 11. Nummer 11 haben wir hier. Tell me what you want, what you really, really want, Santa. Okay. Machen wir mal auf. Oh. Wildrose Arganöl, fester Conditioner, Naturkosmetik. Ja, das lasse ich auch mal zu. Das wird wahrscheinlich weiter wandern, weil ich sowas nicht so oft benutze. Ich benutze es zwar, aber ich brauche nicht so viele. Riecht nicht schlecht. Kenne ich die Marke, kenne ich auch noch gar nicht. Velvety sagt mir nichts. Aber auf jeden Fall schönes Türchen, wird aber weiter wandern. Ist aber auch nicht so schlimm. So, dann Halbzeit sind wir jetzt bei der Nummer 12. Haben wir hier, ist auch sehr leicht. Steht da was drauf? Christmas To-Do-List. Ja, mega. Also schauen wir mal, was da drin sein wird. Was Eingepacktes. Okay, schauen wir mal. So, jetzt geht es nicht auf. Stunden später. Ja, also da haben wir von Six einmal Ohrringe. Wow, das sind so ganz schmale, aber in Gold. Ja, die haben hier so, ich zeige euch die mal, die haben hier so Steinchen drin. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann hier irgendwie. Ich mache es mal so. Die haben hier solche, das zeigt es nicht, aber die haben hier so Steinchen. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ja, würden mir zwar stehen, ich mag auch so ein bisschen kleinere, muss ich mal gucken, ob mir das steht. Die weiß nicht, ob es die auch noch in anderen Farben gab, aber sehr, sehr schön. Finde ich auf jeden Fall schön. Wenn nicht, kann man sie ja weiter verschenken. Ist ja kein Thema. Ja, auf jeden Fall toll. Tolles Nummer, Türchen Nummer 12. Dann kommen wir zu Nummer 13. Ist hier unten. Also das ist echt doof, dass hier alles zusammenfällt. So, Türchen Nummer 13. Wo ist die 13? Hier. Ja. Christmas isn't a season, it's a feeling. Okay, Christmas, it's a feeling. Okay, dann fühlen wir mal. Was fühlen wir denn? Okay, da haben wir von der Humble & Co. Zahnseide-Sticks mit pflanzlichen Rohstoffen. 40 Stück. Ja, auch nicht schlecht. Kann man auf jeden Fall gebrauchen. Benutze ich zwar nicht so häufig, aber die werden, denke ich mal, weiter wandern. Aber die sind auch mit nachwachsenden Rohstoffen entwickelt von Zahnärzten in Schweden. Design sind auch vegan. Dafür werde ich auf jeden Fall einen Abnehmer haben. Das weiß ich. Für mich sind die, glaube ich, nichts. Aber ist nicht schlecht. Kann man gebrauchen. Ob das jetzt für einen Beauty-Kalender so schön ist, weiß ich nicht. Natürlich, man will auch schöne Zähne haben. Das ist ja auch klar. Aber weiß ich jetzt nicht, ob das so schön ist. Ja, dann haben wir die Nummer 14. Haben wir hier. My jeans keep feeling no more. Christmas cookies while my leggings are like we got you, boo. Okay. Okay, also sie mag anscheinend die Jeans nicht mehr. Sie mag jetzt Leggings. Gute Idee. So, was haben wir hier drin? Oh, Banana Beauty. Fake Lash Mascara. Ja, sehr schön. Banana Beauty ist klasse. Ich mag auch die Mascara. Ich habe die Volume Up Mascara von denen. Finde die klasse. Die sieht einmal so aus. Die wird auf jeden Fall bei mir bleiben. Ich finde die klasse. Mascara ist richtig gut. Ich mag die. Die Liquid Lipstick finde ich auch schön. Also, aber die Mascaras sind klasse. Finde ich gut. Bleibt bei mir bleiben. Schönes Türchen Nummer 14. Toll. So, jetzt muss ich gucken, dass ich das wieder da reinkriege. So. Türchen Nummer 15 ist wieder hier so ein kleines. So, ist aber auch sehr schwer. Steht hier was drauf? This Christmas, instead of gifts, I'm giving everyone my opinion. Get excited. Okay. Dann exciten wir mal. Was exciten wir denn? Oh, wir haben
kennen wir schon von Nature Box, ein festes Shampoo mit Avocado. Wird auch weiter wandern, weil das ist nicht so. Es riecht mega gut, aber feste Shampoos sind nicht ganz so meins. Ich mag das Flüssige davon. Nature Box hat tolle Shampoos. Klasse, aber ich mag es nicht unbedingt in fester Form. Ja, dann Türchen Nummer 16. Wo sind wir denn? Wo bist du? Ah, da unten. Das riesengroße, wo jetzt gleich alles runterfällt hier. Ah. So, wow. Türchen Nummer 16 haben wir hier. Sehr schwer. Dear Santa, I've been very good for the last week or so. Let's just focus on that. Okay, dann schauen wir mal, was da drin ist. Okay, da haben wir ein Black Orange Organic Red Bull. Ist leider nichts für mich, weil ich keine Energy Drinks mag. Wird auf jeden Fall weiter wandern, beziehungsweise ich denke mal, da finde ich jemanden, der das trinkt. Ne? Ja, ist zwar nicht so meins, aber nein, ich weiß nicht. Hat es was in dem Beauty Adventskalender verloren? Ich weiß nicht. Also, ich leg den. Oh, hoppala. Ich muss das mal kurz hinlegen, damit ich das da wieder reintun kann. Ja, ich weiß nicht. Hat es was in dem Beauty-Kalender verloren? Ich stelle euch mal ein bisschen so hin, da könnt ihr da auch mal ein bisschen gucken. Ich weiß es nicht. Also, Nummer 17 haben wir hier. Haben wir einmal die Nummer 17. Was steht hier drauf? A little more sparkle, a little less stress. Okay, das ist gut. Können wir auf jeden Fall brauchen. Ich rutsche mal noch ein bisschen rüber. Da haben wir von Betty Barclay Orient Bloom eine Cremedusche. Oh gut, 75 ml. Ja, das ist schön. Das gefällt mir, finde ich klasse. Ja, Betty Barclay ist immer gut. Riecht auch gut. Ja, gefällt mir. Schönes Muster. Also, das finde ich schon mal sehr, sehr schön sind. 75 ml. Gut, gutes Türchen. Finde ich klasse. So, dann Türchen Nummer 18. 18. Seht ihr, das ist schon wieder hier so durcheinander gemacht da. Jetzt muss ich gucke ich nebenbei, wo Türchen Nummer 18 ist. Ihr habt es bestimmt schon gesehen. Ah, hier. Ihr habt es nicht gesehen. Oh, voilà. Okay, Türchen Nummer 18. May you never be too grown up to search the skies on Christmas Eve. Yes. Okay, wir machen es mal auf. Ah, da haben wir von Gatubi Schwarzkopf ein Hitzeschutzspray mit 75 ml. Ja, ist auch sehr schön. Kenne ich schon, habe ich schon in groß da, glaube ich, gehabt. Oder habe sogar noch, habe ich auch in klein. Ja, hat mir, glaube ich, schon, wird auch weiter wandern, weil ich nicht so viele davon brauche. Ich habe da schon jetzt genug, aber ja, da gibt es bald wieder eine Verlosung. Ja, oder es kommt in irgendeinen Kalender oder so mal wieder rein. Ich muss den nochmal vor mich hinlegen, weil sonst kriege ich das da wieder nicht rein. Das ist echt blöd gemacht, muss ich sagen. So, jetzt. So, Nummer 18, Nummer 19. Sind wir bald im 20er-Bereich. Nummer 19 haben wir hier. Ja, schauen wir mal, was steht hier drauf. Let it snow, let it glow, let it wow. Okay, hoffen wir, dass wir was haben zum Wow sagen. Da haben wir Invisibobble, ein Haargummi. Ja, auch nicht schlecht. Ich glaube, das ist aber so ein bisschen... Ah, okay, das ist das Gummi mit so einem Stoff. Dingens, ich pack das mal aus. Ah ja, das ist normale Haargummi drin von denen und halt eben mit so Stoff. Das finde ich schön. Das ist toll. Ja, das ist klasse. Finde ich gut. Rosa, super Farbe. Gefällt mir dieses Altrosa. Hat man nämlich gesehen. Das sieht man hier, wie das aussieht. Ja, finde ich auf jeden Fall klasse. Bleibt auch bei mir. Finde ich toll. Das gefällt mir. Ich mag auch die Telefonkabel, Haargummis. Finde ich gut. Das kommt aber jetzt hier oben rein. So. Jetzt sind wir im 20er-Bereich. Dann haben wir Türchen Nummer 20. Ich lese jetzt aber nicht alles vor. Ja, da haben wir von Bella Pierre Cosmetics eine Bro Blush Quad Palette. Ja, sehr schön. Da bin ich mal gespannt. Ich habe von Bella Pierre schon ein paar Paletten. Aber die glaube ich noch nicht. Oh, die ist sehr schön.
Ja, die ist sehr schön. Schaut mal. Die ist schön. Ja, die hat schöne Farben. Sehr schön. Ja, schönes Braun. Ich habe mir das eher mehr rosa vorgestellt, aber die ist echt sehr schön. Also Bella Pierre ist auch eine super tolle Marke. Auch nicht ganz günstig, aber die Palette finde ich schön. Finde auch schön, dass sie rosa ist, weil dann passt sie nämlich auch zum Kalender, ne? Farblich. Jetzt haben wir die 21. Das ist halt hier, das ist ein bisschen doof, ne? 21 haben wir hier. Jetzt öffnen wir das mal. Oder was Großes drin. Da haben wir eine Haarbürste von Pasa drin. Das ist ja auch nicht schlecht. Ja, von der Marke Pasa eine Haarbürste. Sieht so aus. Finde ich gut. Ja, finde ich klasse. Ich mag die Bürsten von denen. Ich finde die gut. Die hat auch eine schöne Qualität. Gefällt mir. Wird auch bei mir bleiben. Bürsten kann man ja immer gebrauchen. Und Pasa ist auch nicht ganz günstig, ne? Ja. Dann kommen wir zur 22. 22. Jetzt geht's rund. Jetzt sind wir bald bei Weihnachten, bei Heiligabend, ne? So, da haben wir von Luvus Heilerde eine Clean Peel Maske für alle Hauttypen. Auch nicht schlecht, sind zwei Sachets. Ja, hat man auf jeden Fall eine schöne Maske. Luvus vertragen ja auch viele, ist auch vegan. Finde ich gut, werde ich auf jeden Fall benutzen. Und Masken mag ich ja sowieso, ne? Ich mag ja Masken, Tuchmasken am liebsten und Augenpads, aber ich nehme auch Crememasken. So, dann Türchen Nummer 23. Wo bist du? Wo bist du? Oh, jetzt sehe ich die 23 nicht. Haben sie die vergessen? 24 ist hier. Doch, da oben. Türchen Nummer 23 und sehr schwer. Oh, Christmas Tree, oh, Christmas Tree, my skinny jeans are history. Ja, das ist gut. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Was haben wir hier drin? Wow, von Haarliebe. Eine Haarkur. Pflegeschatz. Vegan. 200 Milliliter. Sehr schön. Sehr schön. Finde ich gut. Kann ich immer gebrauchen. Benutze ich auch sehr oft. Und finde ich klasse. Ich mag auch die Haarliebe-Produkte. Das ist ein gutes Türchen. Muss ich echt sagen. Jetzt kommen wir, Trommelwirbel. 24. Es ist Heiligabend. So. Heiligabend. Christmas is full of miracles your own. Also, wir hatten Haargummis, wir haben was zu trinken, wir haben schöne Wimpern, wir haben ganz viele tolle Sachen gehabt. Und jetzt schauen wir, was wir an Türchen 24 haben. Da sind auf jeden Fall zwei Sachen drin. Was ist hier? Spielmann, lass es dir gut gehen. Okay, da kann man etwas gewinnen. Und was haben wir hier? Gua Sha Massage Tool. Okay, packen wir mal auf. Ist natürlich hier oben zugemacht. Okay, also hier haben wir so ein Gua Sha in Herzform. Wer das noch nicht kennt, also da haben wir im Moment ganz viele. Das ist so ein Massagestein. Ich denke mal, dass der aus Rosenquarz oder sowas gemacht ist. Da kann man sich zum Beispiel Serren dann hier so einmassieren, wie die Dame das hier auf dem Bild zeigt. Kann man dann schön sich das hier so reinmassieren und die Lymphen massieren und so weiter. Ist auch kühlend, soll sehr gut sein. Finde auch die Form sehr schön. Aber da haben wir jetzt auch echt viele. Ist aber auch nicht ganz günstig. Es kommt drauf an, welchen man natürlich hat und kauft. Aber ja, ist eine sehr, sehr, sehr schöne Qualität und finde ich auch nicht schlecht in einem Kalender. Ja, mein Kalender sieht hier auf der Seite, glaube ich, jetzt ein bisschen anders aus, was aber nicht schlimm ist. So, kommen wir jetzt zum Fazit, du, zu dem Pinkbox Adventskalender. Ich finde den Adventskalender eigentlich sehr schön. Optisch finde ich ihn wirklich sehr schön. Ihr könnt ja noch mal schauen. Es sieht zwar jetzt ein bisschen anders aus. Ich finde ihn wirklich sehr, sehr schön. Vom Inhalt, ich fand einige Produkte wirklich gut, muss ich sagen. Aber ich finde zum Beispiel so ein Energy Drink oder halt auch, ja, das ist sowas, wo, oder so eine, einfach nur so ein Gutschein für was, wo man vielleicht gar nicht unbedingt will. Es gab mal, glaube ich, in dem Kalender mal einen Gutschein, wo man sich dann eine Flasche Wein bestellen konnte, dass ich die noch aussuchen konnte. Das fand ich zum Beispiel nicht schlecht. Aber da weiß ich jetzt gar nicht, was es ist und was es da genau geht. Da müsste man jetzt einen QR-Code scannen und müsste dann schauen. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Informationen mit reinpacken können.
Ja, aber ansonsten muss ich sagen, finde ich den Kalender schön und sehr gelungen. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben in die Kommentare, wie ihr den Adventskalender findet und ob ihr euch den auch gekauft habt oder ob ihr euch den kaufen würdet. Und ja, also meine Lieben, das war das Video zu dem Pinkbox Adventskalender. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir wie immer gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mich einmal kostenlos abonnieren. Abonniert mich auch sehr gerne auf Instagram, denn da, wie gesagt, informiere ich euch immer über Neuigkeiten, wenn ich etwas erfahre. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Tschüssi.